Herzlich willkommen zu Teil 2 der Serie Social Trading von Oanda im Echtgeldtest. Mein Name ist Michael Hinterleitner und wir vom Brokervergleich www.brokerdeal.de haben uns für den Sommer 2014 vorgenommen, die bekanntesten Social Trading Anbieter mit knallharten Echtgeldtests unter die Lupe zu nehmen. In Teil 1 zu Oanda haben wir uns mal den formellen Bedingungen des Angebots genähert. Heute wollen wir hingegen ernst einsteigen. Wir holen uns dazu die ersten Trader in unser Echtgelddepot, damit wir dann ein paar Tage später zu unserem finalen Urteil gelangen können. Damit man überhaupt das Angebot von Oanda in Anspruch nehmen kann, muss man zuerst einmal ein normales Handelskonto öffnen, über das Sie auch Ihre Forex- und CFD-Trades normal durchführen können. Erst dann muss man ein Unterkonto öffnen, welches dann auf dieses Oanda Tradeleader-Programm geschlüsselt ist. Und das haben wir hier mal mit knapp 500 Euro gefüllt, damit wir loslegen können. Dazu reicht ein Klick auf dieses TL-Symbol. So, dann startet diese Currency-App. Man landet hier in einem ziemlich übersichtlichen Dashboard, wie Sie es nennen, Investment Dashboard, wo ich hier auf einen Blick die Account Balance sehe. Wir haben hier momentan, folge ich keinen Tradern, damit wir hier das von Null weg nochmal machen können. Habe hier aber testweise schon mal jemanden drin gehabt. Die haben ja auch gleich mal, hier sehe ich den realisierten Gewinn oder Verlust, den Gewinn oder Fluss, der noch offen ist, der natürlich jetzt 0 Euro beträgt, weil ja keine Positionen offen sind. Und wir haben bisher 43 Trades in diesem Konto durchführen lassen von Trade-Leadern. Man sieht ja dann auch natürlich die offenen Positionen. Das werden wir uns dann, wenn es denn soweit ist, nochmal im Detail ansehen. Habe hier neben dem Investment-Dashboard auch das Portfolio-Management zur Verfügung. Hier werden dann die diversen Tradeleadern, denen ich folge, verwaltet werden können. Eine Portfolio Performance ist hier ebenfalls zu sehen, aufgeschlüsselt nach Monaten. Und hier ganz wichtig zu sehen, auch die Closed Trades. Das ist für uns das Um und Auf, damit wir die Ausführung in unserem Konto dann vergleichen können mit der des Traders. Ob der hier, ob sie schlechter, ob sie besser ist. Und hier hat Oanda schon mal ein großes Plus von mir, weil ich diese geschlossenen Trades auch nach Excel exportieren kann. Das will ich gleich mal machen. Und ich sehe eigentlich alles wunderbar aufgeschlüsselt und kann hier praktisch automatisch dann ablegen halt im Archiv, wenn ich es denn möchte. Ich sehe auch gerade, dass ich mir diese Arbeit, eigentlich diese manuelle Arbeit, sparen kann, was den Slippage-Vergleich angeht, also ob ich in meinem Konto Slippage habe, positiv oder negativ zum Trader selbst. Denn wenn mich nicht alles täuscht, dann sehe ich hier bei den Open- und Closed-Preisen in der Klammer, wie die Slippage denn ausgefallen ist, zu meinen Gunsten oder zu meinen Ungunsten. Und ich sehe schon mal ganz wichtig, die kann sehr wohl auch positiv sein, sogar ziemlich groß. Ich habe hier bei einem Trade 21 Pips zu meinen Gunsten ausgeführt bekommen. Bei anderen minus 0,4, minus 0,4, gleicher Kurs, minus 1,1, plus 0,8. Also da schauen wir gleich mal auf die zweite Seite. Ja, ich sehe in der Klammer tatsächlich die Slippage. Das ist schon mal ein weiterer Pluspunkt. Wie das Slippage dann in Summe negativ oder positiv ausfällt, können wir dann ganz einfach über diese exportierte Excel dann eruieren. Soweit dann dazu, wenn wir soweit sind, wenn wir 7 bis 14 Tage mal den Tradern auf unserem Echtgeldkonto gefolgt sind. Jetzt natürlich interessant, wen habe ich überhaupt zur Auswahl? Da gibt es ja diesen schönen Button Find Leaders. Ich möchte aber zuerst noch mal wissen, wie es denn mit Kontaktmöglichkeiten aussieht. Ich habe hier einen großen Live-Support-Button, den ich hier jetzt schon ausprobiert habe. Der Chat ist
Äußerst freundlich, äußerst kompetent, kann jede jegliche Frage beantworten, aber halt nur auf Englisch. Ein deutscher Mitarbeiter ist dafür bei Currency aktuell nicht vorgesehen. Jetzt wollen wir aber endlich mal sehen, was uns denn da zur Verfügung steht und landen bei einem Ranking sortiert standardmäßig nach dem Ertrag der letzten 12 Monate. Oh, da ist natürlich gleich mal interessant zu sehen, dass hier tatsächlich jemand 154% erzielt hat in den letzten 12 Monaten, der hier auch 300 Follower hat. Was sehen wir noch? Wir sehen hier 18 Strategien, denen man folgen kann. Das ist jetzt keine große Auswahl, geschuldet den hohen Qualitätskriterien von Oanda, die sich hier mindestens 6 Monate den Trader ansehen. Und das muss ja auch ein Echtgeldkonto sein. Ganz wichtig ist hier das Risikomanagement der Trader. Deshalb sind ja gar nicht so viele zur Auswahl. Sehe hier aber nebenbei noch Emerging Strategies und High Risk Strategies mit dem Hinweis, dass diese halt noch nicht evaluiert sind von Currency und deshalb erhöhtes Risiko haben könnten. Ja, wir haben da die Warnung gelesen. Vielen Dank. Sehen hier aber jetzt auch nicht unbedingt umwerfende Performance, obwohl hier doch jemand 20% in den letzten 6 Monaten gemacht hat. Okay, schauen wir uns dann vielleicht später noch an. Bei den High-Risk-Strategies finden wir ohnehin nur zwei. Gut, wir bleiben mal bei den etablierten Trade Leaders. Sehe auch rechts oben, ich kann hier weitere Statistikspalten hinzufügen oder eben deaktivieren. Mich interessiert hier vor allem der maximale Drawdown und auch noch die Trefferquote. Und lasse mal mit Fokus auf den Ertrag der letzten 6 Monate sortieren und lande hier, sehe hier zum Beispiel mal den Moody FX, den Trader Moody FX, der anscheinend technisch handelt, 114 Follower hat, in den letzten 12 Monaten 28% erzielt hat und davon in den letzten 6 Monaten 20, bei allerdings einem hohen Drawdown von 26% und einer sehr geringen Trefferquote von 34%. Und jetzt möchte ich halt mal wissen, ob da noch mehr Details sind, weil ich sehe zum Beispiel keine Performance-Kurve, die immer schön ist auf den ersten Blick. Und kann hier aber auf den Trader klicken und komme hier auf eine sehr, sehr, sehr sympathische Unterseite. Ich sehe hier nämlich endlich auch mal eine Biografie des Traders. Sehe paar Zahlen zu dieser Strategie. Hat er bisher 271 Trades gemacht. In dieser Strategie sind 1 bis 5 Trades pro Woche. Handelt Chartmuster. Aktuell sind keine Positionen offen. Ich sehe auch die Performance-Kurve seit, was wird das sein? Knapp Beginn 2013. Die ist nicht schlecht. Sehe hier die monatliche Performance aufgeschlüsselt. Seht damit auf einen Blick, okay, der schlimmste Monat waren im August 2013 minus 6,8%. Dafür haben aber auch mal 15,3% gemacht. Okay, auch ganz nett. Hier sehe ich eine statistische Verteilung des Risikos zur Performance. Und habe hier vor allem ganz wichtig, ganz, ganz wichtig für uns die geschlossenen Trades, die ich mir wieder exportieren kann nach Excel und kriege somit eigentlich auf einen Blick sofort ein Gefühl, wie denn ungefähr diese Strategie aussehen könnte und sehe hier zum Beispiel 480 Pips Gewinn im Loonie, im Australian Dollar oder auch mal 55 Pips Verlust und damit ist mal für mich klar, okay, das ist eher ein längerfristiger Trader, der auch die Stops schon mal weiter weg hat und Gewinne versucht laufen zu lassen. Daher erklärt sich dann auch eher die schlechte Trefferquote. Ich könnte denn hier sofort investieren, also sofort folgen mit diesem großen orangen Invest-Button. Das werde ich aber jetzt unterlassen. Ich möchte doch eher noch weiter Ausschau halten. Bleibt bei dieser Sortierung und finde ich an zweiter Stelle Alpha Harvest mit 66% letzten 12 Monate vielen Followern.
und geringem Drawdown. Das sieht mir doch schon ganz sympathisch aus. Und tatsächlich ist die Kurve auch zufriedenstellend, keine größeren Drawdowns seit 2012, seitwärtsphasen ja, aber jetzt nicht groß, keine größeren Rückschläge. Ich sehe hier Monate, Dezember 2012 mit 26% Gewinn, 14% Gewinn, haben den schlimmsten Monat mit minus 8,6%, dann hat er im Juli 2013 hinter sich gebracht, aber sonst generell viel mehr positive als negative Monate. Und habe wieder einen Blick auf die geschlossenen Trades. Da fanden im Juni nur zwei statt, im Mai auch nur sechs, sieben. Also einer, der eher selten handelt, aber dafür anscheinend mit einer Idee dahinter, was er denn anstellen muss, um hier auch erfolgreich zu sein. Den holen wir uns jetzt einfach mal gleich ins Depot und kann hier im Portfolio Management dem Trader Alpha Harvest Kapital zuweisen. Ich habe 500 am Konto, habe auch vor, 3 bis 5 zu folgen, also lassen wir es hier bei einer Zuteilung von 100 Euro. Speichere das ab. Und habe hier auch noch die Möglichkeit, Advanced Controls zu wählen. Und kann hier dann bearbeiten meine Drawdown Protection, also wenn standardmäßig ist eingestellt, wenn der Trader von diesen 100 Euro 30% verlieren würde, würde das Folgen automatisch storniert werden. Und ich kann dem auch mit einem Leverage, also einem Hebelgröße oder kleine 1 folgen. Also ich kann jetzt seine Stückgrößen umgerechnet auf mein Kapital verdoppeln oder halbieren, je nachdem. Und ich kann hier auch Devisenpaare ausschließen lassen, also ignorieren lassen. Was ich aber für jetzt momentan keinerlei Bedarf habe, hier irgendetwas zu ändern. Die Einstellungen sind aber vorbildhaft. Jetzt schauen wir noch, welche weiteren Lieder sich finden lassen. Schauen Sie hier gleich mal den dritten in dem Ranking an. Da sehen wir LW Trading mit 498 Followern. Dürfte auch momentan die meisten haben. Sehen ja auch, dass er mehrere Accounts führt, also das ist jetzt kein, sag ich mal, Hobbytrader mehr, sondern schon ein engagierter, dürfte ein institutioneller sein. Sieht man, erkennt man auch aus dieser Biografie hier. Die Kurve ist konsistent. Ja, Drawdown-Phasen gehören dazu. Ich schaue mir wieder die monatliche Verteilung an. Er hat erst im Mai den größten Drawdown hinter sich mit minus 11%, davor aber 5 positive Monate und auch im Juni wieder knapp 4% zugelegen können. Und sehe hier ja durchaus praktisch täglichen Handel mit wenigen Pips Gewinn, hoher Trefferquote, das heißt, hier wird mit kleinen Kurszielen oder kleinen engen Trailingstops gearbeitet. Ist ein genau das, was ich jetzt suche für unseren Echtgeldtest, damit wir hier auch eine lange Historie haben. Den holen wir uns auch ins Depot, ebenfalls mit 100 Euro. Und was haben wir als vierten Treffer in den letzten, also was den Erfolg der letzten 6 Monate angeht, noch ein Depot von LW Trading. Ja, der aber seit Juli des Vorjahres in einer Seitwärtsphase festhängt, das ist jetzt nicht wirklich sexy. Ich suche noch nach einem Depot mit vielen Followern und finde hier wieder eines von LW Trading. Und die Kurve sagt mir schon eher zu, zwar auch in einem Drawdown, ja gut, auch in einem Drawdown seit dem Vorjahr, aber die Verteilung der Monate ist wieder interessant, also ziemlich ausgeglichene Gewinne und Verluste, keine übermäßigen Drawdowns und vor allem jetzt in den letzten Trades seit Juni wieder sehr profitabel, wenn ich mir hier die geschlossenen Trades ansehe. Hat scheinbar also den Abwärtstrend überwunden und ist vor allem sehr aktiv und sehr aktiv, das suchen wir, damit wir hier nach einigen Tagen schon sinnvolle Erkenntnisse haben können. Deshalb holen wir uns sein zweites Depot auch noch rein, wieder mit 100 Euro.
Und sehe hier interessanterweise auch gleich, dass sie ja schon einen Dredel laufen haben. Wir wechseln also ins Investment Dashboard und sehe bereits zwei geöffnete Positionen, einmal in Euro, Pfund und einmal in US-Dollar, Franken. Beide von dem Tradeleader LW Trading mit dem Ticker Q. Und die beiden anderen Konten haben noch keine Aktivitäten aktuell. Ich finde hier die Möglichkeit vor, bei den Open Positions die Positionen manuell zu beenden. Entweder alle eines Währungspaares oder einzeln. Je nachdem, kann aber sonst nicht eingreifen. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Das heißt, ich kann jetzt die Kursziele, die Stops nicht verändern oder stornieren oder jetzt in meinem Sinn ja, einfach ändern, wie ich das möchte. Starte jetzt aber mal die Handelsplattform von Oanda. Müsste mich ja dort auch in das Unterkonto einloggen können. So, wechsle hier auf das Unterkonto Social Trading. Tatsächlich sehe ich auch sofort meinen Kontostand und die beiden offenen Positionen. Und kann hier... Ah, sehr wohl. Versuche mal hier die Position einfach zu schließen. Da tut sich nichts, kann ich bei den Positionen. Ah, manuelles Handeln ist deaktiviert auf diesem Unterkonto. Bitte wählen Sie ein anderes Unterkonto. Also ich kann hier, was ein bisschen irritierend ist, hier zwar Aufträge abgeben, die aber dann abgelehnt werden. Okay, also das heißt, es reicht hier völlig, sich in dieser Currency-App aufzuhalten für die Verwaltung des Social Tradings. Auch gut, wäre natürlich ganz angenehm hier in der Handelsplattform direkt das zu beobachten und auch beeinflussen zu können. Aber will halt nicht sein. Ja, mittlerweile haben wir schon, es bleibt bei zwei Positionen, die aktuell offen sind. Wir schauen uns das mal an. Ich schließe hier gleich mal den gering im Verlust befindlichen Trade, bestätige und sofort ist die Position ausgebucht. Also das klappt gut. Sehe sofort wieder dann den unrealisierten Verlust, der jetzt noch durch die bestehende Position offen ist. Sehe hier die Verteilung meines Kapitals. 40% sind noch unverteilt. Von den 500 Euro sind jetzt 300 Euro zugewiesen. Ja, gefällt mir sehr gut. Portfolio Performance kann ich schon die Close Trades beobachten und sehe hier auch dann wieder, dass diese Trade jüngst manuell geschlossen wurde von mir. Sehe auch, dass der Eröffnungspreis wieder um 6,7 Pips bei mir besser war als beim Trader selbst. Also da sind schon große Unterschiede vorhanden. Ich hoffe dann am Ende nicht nur zu unserem Nachteil langfristig. Das war's zu Teil 2. Der Eindruck ist ein durchaus positiver. Herausragend gefallen mir die Details zu den Tradern, die Biografien und die genauen Details der Kennzahlen und der Performance-Verteilung auf die Monate gesehen. Das werden wir definitiv nicht bei jedem Anbieter so finden, schätze ich mal. Schwächen würde ich jetzt mal herausheben, die fehlende Kontaktmöglichkeit zu den Tradern selbst, als auch der fehlende deutsche Support von Currency. Und dass ich halt, ja, ich kann die Position zwar manuell schließen, aber sonst nicht weiter eingreifen, ist aber jetzt da auch nicht der, sag ich mal, die Idee von Social Trading, dass ich hier ständig selbst rummanipuliere. Das ist jetzt nicht so gravierend. Wichtig ist, dass ich die Position manuell schließen kann, weil sich zum Beispiel nicht jeder wohlfühlt mit offenen Trades übers Wochenende oder vor Feiertagen. Und da sollte man schon aktiv, selbst aktiv werden können. Jetzt werden wir ein paar Tage beobachten, mal so 20, 30, 50 Orders sammeln. Und dann können wir die Qualität der Trader bzw. deren Ausführungen beurteilen.
Darüber wird es dann natürlich eine genaue statistische Auswertung geben und ein Teil 3 dieses Videos. Bis dahin, viel Erfolg beim Trading und vielen Dank fürs Zuhören.